Oh, jeez, Rick. Was ist das? Wo sind wir? Oh Gott, Rick, mein Mund. Ruhig, Morty, ganz ruhig. Wir sind in einem Videospiel, weißt du noch? Oh, jeez. Ja, ich denke schon. Wo sind wir? Oh Gott, Rick. Nun, Morty, es sieht ganz danach aus, dass wir wieder von irgendeinem YouTuber abgekupfert und für seine eigenen Zwecke missbraucht wurden und dass wir keinerlei Animationen aufweisen konnten, darauf zurückzuführen sein, dass diese arme Seele das vielleicht noch nicht kann. Oh, Morty, guck, er kann es doch. Offenbar will er es bloß nicht. Und wie kommen wir jetzt wieder nach Hause? Ich meine, ich müsste längst in der Schule sein. Und nein, wir haben doch morgen einen Englischtest und müsste längst die Hausaufgaben fertig machen für die... Morty, ich glaube, er hat angefangen. Wir sind zurück. Herzlich willkommen. Oh Gott, das machen die anderen YouTuber auch so. Ich hasse das. Okay, hallo zusammen. Herzlich willkommen in der inzwischen von einem DLC angereicherten Welt von RimWorld. Heute gegen ihren Willen mit zu Gast Rick Sanchez und Morty Smith. Herzlich willkommen. Unsere kleine Geschichte beruht dabei auf dem klassischen Crash-Landed-Szenario, wo wir uns natürlich hierfür Randy Random entscheiden und für Losing is Fun. Wer weiß, wo das herkommt, ne? Wer weiß das? Das ist Dwarf Fortress, ne? Das klassische Motto dort. Und wir entscheiden uns jetzt für den Commitment-Mode. Das heißt, speichern ist nicht. Alles, was passiert, passiert. Und entsprechend müssen wir da Vorkehrungen treffen. Und für alle, die die Karte später selber spielen wollen, das habe ich mir schon so ein bisschen angeguckt, da nehmen wir den Planeten Rick Morty, oder genauer gesagt den Seed, Rick Morty. Und hier auf diesem Planeten, der so weiter nichts Besonderes eigentlich ist, nehmen wir dieses Gebiet hier, südlich der Aurora-Due-Wüste, nehmen wir hier dieses Gebiet. Das ist in diesem wohltemperierten Wald das Gelände 32,5 Nord zu 5,26 Ost. Ja, das ist also hier in diesem beschaulichen Tal, umgeben von diesen schönen Bergen hier, eigentlich etwas, womit man klarkommen müsste. Ich denke, wegen dem Schwierigkeitsgrad ist das auch ganz okay, ne? Denn, jetzt geht's an die eigentliche Auswahl. Wir bereiten dabei vor, auch das ist schon erstellt worden. Wir nehmen dabei nur Rick und Morty mit. Ja, nur die beiden. Nur Rick, nur Morty. Und nun, Rick ist dabei. Oh Gott, Morty, schau dir an, wie ich aussehe, wie aus einem verdammten Anime-Film. Ich glaube, das ist einfach der Stil des Spiels. Man kann doch wenigstens... Ach, egal, ich sollte nicht so... Never mind. Okay, also Rick ist dabei eben ein Genie, was die Forschung angeht. Und außerdem ist er ein begnadeter Handwerker und Baumeister. Er hat ein gutes Gedächtnis hier. Ist ein bisschen neurotisch und, er denkt immer, was er sagt und er sagt, was er denkt. Er denkt immer, was er sagt, nee. Er ist ein bisschen, er ist schlauer, als er vielleicht sein sollte. Er lernt schnell, er hasst die Menschheit. Er interessiert sich für chemische Drogen. Er ist natürlich pessimistisch, blutrünstig und er schläft schnell. Ich denke, unser Rick hier kommt dem Original schon am nächsten. Und dabei Morty. Nun, Morty ist schon so ein Thema für sich. Er kann einfach alles gar nicht wirklich gut, aber er lernt in allen Sachen schnell. Das liegt einfach daran, dass er in der Nähe von Rick bleibt und deswegen eben an seiner Seite eben, nun ja, schlau ist. Und außerdem ist Morty eben ein nettes Kind, 14 Jahre alt. Er ist optimistisch. Und außerdem ist er vor allem ein Weichei, was bei den ersten, also er wird bei den ersten kleinen Schussverletzungen schon anfangen rumzujammern. Aber das ist halt Morty, ne? So kennen wir ihn ja. Und da sind wir gelandet und ziehen erstmal hier die gute alte Standardprozedur Alpha 47 durch. Das heißt, hier erstmal das Gelände abchecken und dann im Schatten eines Berges bauen sich die beiden zwei Betten und ziehen danach erstmal eine einfache Holzpalisade hoch, um so wenigstens ein Minimum an Sicherheit zu haben. Und beide denken auch daran, das bisschen an Vorräte in Sicherheit zu bringen, die eben mit dem Absturz des Schiffes hier heil geblieben sind. Die erste Nacht ist dabei tatsächlich sehr idyllisch. Ich meine, wer liebt es nicht, draußen zu campen, bei dem Regen in Sicherheit zu sein, im eigenen Bett, Gänsehautgarantie. Und der nächste Tag ist tatsächlich so, wie es sich Rick hier in Zukunft auch vorstellt. Morty ist draußen, außerhalb der Siedlung, an der frischen Luft,
kümmert sich so um die weltlichen Dinge, in diesem Fall die ersten Pflanzen, von denen die beiden leben wollen, während er die ersten Berechnungen anstellt darüber, wie es hier weitergeht. Die wichtigste Erkenntnis dabei, Rohstoffe müssen her und Morty muss einen Minenschacht graben, während Rick hingegen als erstes einen elektrisch betriebenen Forschungstisch installiert. Morty arbeitet dafür eben aber auch sehr hart, er holt schon die erste Ernte rein und er fordert dafür auch schon sein eigenes Zimmer, denn Rick schnarcht nachts einfach fürchterlich. Dabei ist er außerdem auch nicht gerade zufrieden mit der Arbeitsteilung hier im Moment, kann man vielleicht verstehen, denn während Rick im Trockenen seiner Forschung nachgeht, gibt es draußen einfach brutale, gute alte Kinderarbeit. Weil es eben nicht anders geht und deswegen erschaffen sich die beiden nun Helfer, genauer sagt erstmal eine Werkbank, auf der man Androiden bauen kann. Der erste, der dabei vom Band läuft, wird Spectre genannt, nach einem mythischen Gönner. Und besonders Morty ist jetzt glücklich, denn man schickt die Maschinen sofort natürlich in die Minen. Und er kann hier in aller Ruhe sich nun einen Joint drehen, worauf insbesondere sein Großvater stolz ist. Ja, das ist schon eine tolle Familie hier. Ein paar dieser ekelhaften Insektenmonster haben sich dabei hier in der Nähe angesiedelt. Rick besteht darauf, das Ganze hier mit einem Maximum an möglicher Gewalt hier zu klären, also den Erstkontakt möglichst aggressiv zu suchen und sofort wird klar, dass das eine bescheidene Idee war. Morty schreit, dass es Zeit wird für einen taktischen Rückzug und mit Hilfe der frisch gebauten Androiden können sie hier in diesem Engpass ihre Existenz um einen weiteren Tag verlängern. Dass die Bots dabei die Hälfte der Schüsse abkriegen, kümmert eigentlich niemanden, weder die Maschinen, die keine Gefühle haben, noch Rick, der sich ärgert, dass er das Problem hier nicht automatisieren kann. Dann den Krieg noch hier auf die Nachkommen ausdehnen, die Brutkammern auslöschen und Rick ärgert sich, dass er keinen Flammenwerfer hat und erst gar nicht darüber nachdenken, was sonst noch für fiese Kreaturen in dieser Gegend rumlaufen, besser schnell nach Hause und sich wieder verbarrikadieren. Er kümmert sich dabei auch erstmal um seine eigenen Geschöpfe, denn andere Geschöpfe hier draußen wären für Morty so entsetzlich, dass er wieder seinen Mindblower danach rausholen müsste. Mehr Technik ist dabei notwendig, mehr Hightech und das heißt Solarzellen oder die Kühlung von Lebensmitteln, auch wenn das für die meisten ja sowas für eine Grundsicherung darstellt. Und man wird sich auch einen Kopf darüber machen müssen, was die Sicherheit angeht. Denn das, was hier am 12. September passiert ist, als die ersten Halunken aus dem Osten kamen und sich Morty dabei einen Querschläger gefangen hat und Rick ihn in Sicherheit bringen musste, das war für alle ein wichtiges Ereignis. Rick, ich wurde angeschossen. Schon wieder. Deswegen, nicht nur Hightech, sondern auch ganz klassische Steinwände. Denn offenbar lauern hier nicht nur Banditen, sondern auch wahnsinnige Alpakas. Ja, ihr habt richtig gehört, Alpakas, diese knuffigen, flauschigen Mini-Pferde haben jetzt auch Schaum vor dem Maul und wollen Menschenfleisch. Kinder-Menschenfleisch. Die quetschen sich durch diesen Engpass hier und müssen kräftezehrend in Stücke gehauen werden und man hat's gerade noch so geschafft, aber das Fleisch ist hier aus irgendeinem Grund verdorben. Das muss man alles einfach so wegschmeißen. Den anstehenden Winter nutzt man vor allem dazu, die Festung hier im Süden jetzt zu befestigen. Also eine Festung befestigen. Daher kommt das Wort befestigen, ne? Also, wow. Und Morty legt einfach Wert darauf, dass das hier eine Festung sein soll. Auch wenn Rick da nur mit den Augen rollen kann. Die Androiden übernehmen dabei immer noch einfache Arbeiten wie das Einreißen der Wände und den Bau des Walls. Doch vor allem helfen sie auch dabei, solche Fallen wie diese hier zu bauen, damit diese Banditen hier draußen mit gebrochenen Beinen in der Kälte verhungern können. Wie wundervoll bösartig. Rachel hier wurde sogar noch vorsichtig ausgezogen, damit sie ihre eigenen gebrochenen Beine sehen kann, während sie hier langsam verreckt. Also diese Version von Rick and Morty ist definitiv erst ab 18, also wie es alle haben wollen. Doch einige Dinge hier bleiben gleich, etwa die melancholische Grundeinstellung von Rick, der sich wieder in sein Zimmer zurückzieht, um über den Nichtsinn des Lebens nachzudenken. Oder hier unten die Sicherheit der Festung wird erhöht, denn es rollen schon wieder seltsame Kreaturen an, jetzt Mammutwürmer, die natürlich auch in die Fallen laufen. Doch Morty wird dabei immer unruhiger. Oh, gee, Rick, das ganze Blut. Während die Androiden derweil neue Steinwände rauskloppen, wird Rick richtig lethargisch. Er denkt wieder über Bess nach, warum er ein so schlechter Vater war und da ist er schon wieder ohnmächtig geworden. Morty seufzt einmal, läuft im Regen los und zieht ihn nach Hause. Am nächsten Morgen, sein Enkel macht ein kleines Frühstück
Und ein total verkatertes Genie kommt in die Küche. Morty schaut ihn einfach nur wütend an, wirft das Sandwich auf den Boden und geht weg. Die beiden haben im Moment kein gutes Verhältnis, aber sie arbeiten schweigend gemeinsam daran, hier klarzukommen. Also Rick versucht herauszufinden, wie er das Spiel beenden kann, wie er überhaupt hinter die ganzen Regeln hier kommen kann, während Morty kleine Gadgets hier zusammenbastelt. Also, als Rick dann kurz nicht hinsieht, setzt Morty an der Stelle hier den Roboter ein, anstatt die Sache selbst zu machen und... Der Mann in Weiß läuft nach draußen, denn offenbar hat Morty hier irgendwas mit den Batterien angestellt und sich dabei selbst in die Luft gejagt. 14-Jährige. Offenbar hat er wohl mit einem Kabel an sich selbst herumgespielt. Während er sich dabei erstmal erholt und die Verbrennung abheilen, baut Rick den ersten der vier Server auf, mit dem er seine Androiden hier kontrolliert. Und die braucht er jetzt auch alle, denn tatsächlich... Die Gruppen, die hier immer wieder aufmarschieren, werden ständig größer und größer und besser ausgestattet. Doch Rick hat natürlich längst erkannt, dass sie hier eine gewisse Wegfindung haben und platziert entsprechend die Fallen. Und als dann hier alle so nacheinander so reinlaufen und kein einziger bis nach oben gelangen konnte und sie stattdessen den Rückzug antreten musste, war der alte Mann sehr mit sich zufrieden. Diese Feiglinge. Nur... was dann folgt, das ist wieder so ein Stück Arbeit. Die Fallen neu bauen, die Leichen wegräumen, die Kleidung sortieren und endlich die Verteidigung automatisieren. Genauer gesagt, die Verteidigung von einem Roboter bauen lassen, denn schließlich wird es Zeit, dass dieser ganze Androidenbereich hier sich so langsam auszahlt. Immerhin gibt es jetzt schon den ersten richtigen Metallboden hier, so wie es in den Festungen der Bösewichten zu sein hat. Sind sie die Bösewichte wirklich? Na, das werden wir noch sehen. Rick baut derweil mehr und mehr Maschinen und als er eines Morgens um 11 schon wieder stockbesoffen in seinem Bett lag, macht sich Morty endlich mal die Mühe und richtet auch die wohnlichen Belange hier ein bisschen her, räumt hier mal so richtig auf und muss sich danach wieder einiges anhören, denn als er die Felswände durchbrochen hat und sie auf eine kleine Höhle hier stoßen, schimpft Rick mächtig mit ihm, aber eigentlich ist er ganz stolz drauf, dass sein Enkel so eigenständig ist. Die primitiven Androiden bauen dabei hinter den Feldern inzwischen ein neues Gebäude und was keiner weiß ist, dass hier draußen echte Terrorkreaturen leben. Ich meine, alle wissen es, aber man verdrängt es eben. Ich meine, schaut euch mal diesen Hund an mit Fangklauen, die aus seinem Rücken wachsen. Ja, das ist der Stoff, aus dem Albträume sind. Da kann die Beschreibung doch so häufig sagen, dass das hier ein sehr loyales und liebes Tier ist. Aber das hier und dieser plötzliche Orbitalabwurf dieser Mechanoiden, das sind jetzt hier die Sachen, die sehr überraschend eintreffen. Die Androiden bringen sich dabei erstmal in Sicherheit und auch Rick läuft erstmal hier an die Felswand, um sich was zu überlegen. Das Problem ist jetzt nämlich, die Geschütze hier sind deaktiviert, um Energie zu sparen. Konnte ja keiner damit rechnen, dass sowas passiert. Aber es geht eben nicht anders. Er schickt Maxton vor, der sich zwar die eine oder andere Kugel einfängt, aber am Ende doch ein Held ist, und den Schalter hier umlegen konnte. Und das hat dann eben auch den Ausschlag gegeben. Es wird ein langes und vor allem langsames Gekämpfe hier in der Dunkelheit. Und als der letzte Roboter hier in der Ecke überbleibt, wird er von den anderen geradezu in Stücke geprügelt. Auch wenn Rick sich diese Schussverletzung hier geholt hat, so liebt er doch wie alle anderen diese Meckerkämpfe. Ja, nun, am Ende ist eben alles gut. Aber ja, das kann man jetzt hier nicht so wirklich beschönigen. Rick ist so ziemlich im Arsch. Das linke Ohr weg, die ganze rechte Schulter weg, durch einen Schuss abgerissen. Und in 2 Stunden hätte er es hinter sich. Aber ich muss mal eben so nachdenken. Man verliert die ganze rechte Schulter und verblutet dann erst in 2 Stunden. Aber wozu gibt es jetzt Familie? Ja, Morty gibt sein Bestes, kümmert sich vorbildlich um seinen Großvater. Also so gut es eben ein Kind kann. Und das eben ohne medizinische Fachausbildung. Aber das, ja, wird schon. Während sich Rick dabei eben erholt, kümmert sich der Rest jetzt endlich mal um eine vernünftige Energielösung. Ordentliche, klassische Kernenergie. Nicht so Pille-Palle-Solar-Pussy-Zeug, sondern richtige Männer-Energieerzeugung. So mit Strahlung und so, ja. Noch ein bisschen Kühlung installieren. Und ja, Rick hat tatsächlich einen Kernreaktor entworfen, den man mit einem handelsüblichen Klimagerät kalt halten kann. Und nebenan sieht man übrigens das. Achtung, jetzt zerbreche ich jetzt hier die vierte Wand. Was ich immer in Rimworld mache, nämlich einen riesigen Raum anlegen, die ganzen Klamotten und Waffen der ganzen Leichen reinschmeißen und irgendein armer Wicht darf das dann in einer Woche schön säuberlich zerlegen und aufbereiten.
Das Beste ist jetzt sowieso, dass die Androiden sich inzwischen routinemäßig selbst herstellen können, was recht gefährlich ist. Aber da macht sich Rick keine großen Sorgen. Ich meine, es ist ja nicht so, dass irgendein Maschinenaufstand eines Tages ausbrechen wird. Vor allem nicht, wenn man nur einen Kampfhund wie diesen K9 hier herstellt, der in Zukunft die kleine Siedlung hier besser bewachen soll. Morty jedenfalls findet diesen künstlichen Hund total interessant, freut sich darüber, dass er jetzt endlich wieder ein Haustier hat, nachdem sich sein eigener Hund Snuffles in einer Hundedimension verabschiedet hat und ist mit der Gesamtsituation sehr zufrieden. Und damit endet dieser Pilot an dieser Stelle schon. Der nicht näher bezeichnete Ort, an dem Rick und Morty erstmal in Sicherheit sind, läuft jedenfalls schon recht autonom. Und das ist schließlich das Wichtigste an der Wissenschaft, dass sie einem Arbeit abnimmt. Natürlich kann man in seiner Freizeit noch dem neuen Haustier ein Update verschaffen und es noch tödlicher machen. Ja, aber wie ein Rundel Robo-Hunde hier in Zukunft über irgendwelche ahnungslosen Banditen herfällt, das werden wir an dieser Stelle nicht mehr sehen. Ich danke auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Schaltet doch gerne beim nächsten Mal ein. Düdelü, macht's gut. Ciao.